Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2 Online. Ich habe mir heute was ganz Spezielles vorgenommen, auch wenn ich weiß, dass ich damit sowas von überhaupt nicht klarkomme. Nein, es ist keine Sniper und ich habe sogar nachgeschaut. Ich könnte theoretisch sogar jetzt schon mit dem Elite 4K spielen, aber in der normalen Variante, nicht mit dieser anderen Variante, wo andere Sets dabei sind, sondern werden wir heute mit den zwei Pinseln spielen und zwar einmal mit dem Quasto. Ich glaube, das war sogar der erste, beziehungsweise die erste DLC-Waffe, glaube ich, sogar gewesen. Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Vielleicht, eventuell. Und natürlich doch mit dem Kalligraph. Da habe ich es schon mal hinter mir. Und ja, ich werde das auf jeden Fall doch jetzt so machen. Extra speziell. Sonst würde ich so normal machen. Aber wir werden das so machen. Zum ersten Mal den Quasto, Revierkampf und Rangkampf, dann halt den Kalligraphen oder so, halt auch Standardkampf und Rangkampf, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich muss den nur noch beiden kaufen und dann kann es schon direkt losgehen in der ersten Runde. Ja, wie gesagt, ich werde ja auf jeden Fall jetzt schon mal den Quasto benutzen. Also sehen wir uns gleich im Revierkampf mit dem Quasto wieder. Also, bis gleich. Ein Versuch im Gretenkanal ist es ja wenigstens wert. Ich habe beide damals gespielt, aber nur sehr, sehr selten, weil wie gesagt, ich kann mit Pinsel irgendwie noch weniger umgehen, anstatt mit Sniper irgendwie. Man kann zwar viel rumklecksen hier, vor allem mit dem Quasto, aber halt dieses Rumschlittern, Sliden, also wie man sich halt bewegt oder so, der fährt nicht so viel ein und vor allem ist es dann auch noch so, bei gegnerischer Tinte ist der Quast so eher im Nachteil. Bei dem Kalligraph geht das sogar einigermaßen. Aber beide sind halt nicht so meins, nenn ich es mal so. Und gerade wenn man hier Gegner töten will. Ah, schade. Na komm, zeig dich. Der hat nicht so eine große Reichweite, das ist scheiße. Ja, ich versuch's einfach. Na okay, das war scheiße. Ah, das ist klar. Das ist... Nee, da musst du dich dem Gegner sowas von nähern. Okay, außer beim Kalligraphen oder so. Eventuell. Da hat man nämlich etwas mehr Reichweite. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wenigstens ein Kill wäre schon wenigstens drinne. Das wäre schon etwas schön. Aber sieht das sogar recht gut aus, ne? Ja, ist ja, ist klar, ja. Mhm. Wahrscheinlich. Ist auch noch perfektes Timing, dass auch noch im Gegnerteam auch noch so ein Plotscher-Chibi dabei ist. Ey, das macht das Ganze noch schlimmer. Ja! Danke. Wenigstens ein Kill, okay, damit wäre mein Ziel schon erfüllt. Ja, ja, nice. Kommt noch einer. Oh, ja, wahrscheinlich kommt. Es ist geil. Was für ein Lack. Geil. Und jetzt sich hier gegnerische Tinte reinfährt, dann ist der Quast so etwas am Nachteil, wie ich es von angesprochen habe. Und dieser peinliche Fail hätte leider nicht sein dürfen, ist aber dennoch passiert. Naja, gut. Falls ihr euch wundert wegen Facecam, ich hatte halt wieder Bock drauf gehabt. Ich wollte das eigentlich mit dieser komischen Greenscreen-Variante machen oder so, aber... Nee. Ja, wenn ich jetzt hier so die ganze Zeit machen würde, dann würde ich nicht richtig durchkommen. Und komm. Und ich habe ja noch hier... falls nötig. Nicht getroffen? Ja, billig. Billig. Richtig billig. Und unnötig zugleich. Aber ob wir es noch geschafft haben? Oh, oh, oh. Krieg ich ihn noch? Nee, schade. Haben wir noch gewonnen? Vielleicht. Ich denke mal schon. Ja. Noch nicht mal knapp. Also war es sogar ein sehr guter Sieg. Irgendwie schon, ja. Passt.
Aber bis jetzt bin ich noch nicht ausgerastet, also ist das schon mal sehr gut. Naja, das wird sich eher dann noch im Rangkampf gleich zeigen mit dem Quasto. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, ne? Das gerade im Rangkampf. Pinsel. Naja, mal schauen, wie es dann ablaufen wird. Ja. Da ich es endlich hinbekommen habe, dann doch im Rangkampf zu sein, weil ich von auf Ja gedrückt habe, sind wir endlich da. Und ja, ich habe es leider schon bemerkt, wir sind zu dritt. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass wir verlieren werden. Und wir spielen auch noch Turmkommando. Ja, mit Pinsel, naja, wenn so mindestens ein, zwei Leute da drauf sind, dann wäre es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ja, wir haben da wieder so ein Sniper-Pro dabei, ist ja mal richtig assi. Okay, ich glaube, ich werde noch ragen. Ja, definitiv. Definitiv. Ich will wenigstens versuchen, meine Ulti aufzuladen. Aber das wird irgendwie hier sowieso nichts, dass es überhaupt was wird. Ich versuche jetzt irgendwie zum Turm zu gehen. Ja, kriegt nur Hitmarker. Ist klar. Ja. Wie soll es denn auch sonst anders sein, ne? Aber selbst zu dritt. Okay, einer ist gerade. Ja, ich komme ja schon. Also ich versuche es wenigstens. Scheiße. Scheiß Sniper, ey. Ja, ey, verpiss dich, du scheiß Sniper, ey. Das ist so unnötig. Diese Dreckscamper, ey. Okay, die ganze Zeit bewegen mit Snipers. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber, naja, gut. Ich beweg mich einfach die ganze Zeit, damit er wenigstens keine Chance hat. Wenigstens irgendwie. Ey, das ist auch nicht wahr. Ist so übertrieben gerade. Aber wir führen noch und das ist recht gut. Alter, was geht denn gerade ab, ey? Ey lol, was geht denn gerade ab mit mir? Was für ein Lack habe ich denn gerade, bitteschön? Mehr oder weniger. Warte mal, falsche Seite. Hey, der ist nicht gestorben? Komm, wo ist er? Hier war einer. Scheiße, ich hätte ihn aber noch kriegen können, verdammt. Ich habe irgendwie gerade voll Adrenalin pur, ey, irgendwie. Ich merke es irgendwie so, gerade die Spannung irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ach komm, verpiss dich! Nervenbündel. Ja, wieder am Sacken, Alter. Das darf echt nicht wahr sein, das ist so. Komm, piss dich. Hey, wo sind denn die? Ja, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, verpiss dich! Ja, hier komm jetzt schon, Alter, das ist so lächerlich. Nee. Nö. Das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert. Oh, okay, oh. Oh. Gut, gut, gut. Okay, dann ist gut, dann habe ich mich
jetzt nicht beschwert. Dann ist ja alles auch in Ordnung. Na gut, dann machen wir einen Wechsel zum Kalligrafen und mal schauen, wie es da so läuft. Ja, also bis gleich, Standardkampf mit dem Kalligraf. So, diesmal in der Störwerf. Zum Glück nicht nochmal beim Gretenkanal. Habt nichts gegen der Map, aber wenn das immer so wiederholt vorkommt, dann wird es irgendwie auch langsam langweilig. Ach, generell, das Random-System ist scheiße. Gut, mit dem Kalligraf. Man ist jetzt nicht so schnell mit dem Quasto, aber bietet etwas mehr. Ich habe immer so für mich gesagt, wenn ich mit Pinsel, dann mit dem Kalligraf, aber ich habe mich doch immer entschieden, einfach beide auf einmal zu benutzen. Wie gesagt, damit ich es schon mal hinter mich hatte, muss ich es nicht nochmal benutzen. Außer, es gibt irgendwann mehrere Varianten, aber das war noch nicht mal bei Splatoon 1 der Fall. Ich habe es gar nicht erwähnt, oder so, was man da als Ulti oder als Zweitwaffe hat. Zweitwaffe wusste ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat man diesen Downsplash. Hier das schöne Jetpack. Ich hätte gedacht, ich hätte den Sniper gekillt. Ah ne, doch, habe ich doch. Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er tot. Aber ich kann mit dem Kalligrafen etwas mehr anfangen, anstatt mit dem Quasto. Obwohl ich sogar recht gut abgegangen bin, muss ich sagen. Also so scheiße war es doch eigentlich doch gar nicht. Ich habe immer so behauptet oder so, weil ich sowieso selten mit Pinsel gespielt habe. Ach, da kann ich sowieso nichts. Aber ist gar nicht mal so scheiße, verpiss dich. Ja, Betrug. Scheiße, das bringt nichts. Ich habe ihn zwar getötet. Aber das bringt nichts, wenn beide sterben. Das bringt einfach nichts. Wegen der Teamaufteilung. Mal hier noch ein bisschen was bekleksen. Bespritzen. Da kann man es wenigstens wirklich sagen. Wegen dem Pinsel. Ja! Nice. Ah, ich glaube, das war jetzt auch nicht so krass. Ja, noch ein Hit. Double. Aber der Sniper ist noch da. Der hat auch noch Elite 4K. Oder 4K SE, wer weiß. Versucht sich cool zu fühlen, indem er schwimmt und Squid weg. Yay, was für ein toller Typ. Wunderbar. Aber sieht hier auch wieder recht gut aus. Scheiße, aber man kann halt nicht so schnell, auch wenn man versucht, übelst Button Smashing hier auszuüben, kann man trotzdem nicht so schnell irgendwie. Okay, dann halt nicht. Ihr Doppelkill! Haha, geil! Achso, na okay, Robobombe, das geht eigentlich auch. Trifft er nicht, schade. Ja, Mann! Okay, die Runde haben wir auf jeden Fall geschafft. Da hätte man noch ein bisschen was bekleksen können da oben. Okay, Facecam-Teil bringt das sowieso nichts da. Egal. Ey, die Runde lief auch voll gut. Im Standardkampf, wohlgemerkt. Ja. Es war nicht so viel Assists dabei, aber 10 Kills. Gut, ja, schon, ja. Ja. Bin ich mal gespannt, wie es im Rangkampf abgeht. Wie gesagt, es ist noch Turmkommando da. Ist die von dem Quasto überhaupt nicht so gut. Okay, wir hatten die Sieger, deswegen auch zu dritt, aber vielleicht werde ich mal Glück haben, aber naja, wir sehen uns gleich im Rangkampf wieder mit dem. Ja, ihr wisst schon Bescheid. Lang genug gewartet, geht's leider wieder in der Moloskelbude weiter. Diesmal mit dem Kalligraf und zum Glück kein DC. Leider noch nicht mal bei den Gegnern. Schade. Wäre sogar schöner gewesen. Aber gut, versuchen wir nochmal unser Glück. Vielleicht klappt es etwas besser. Mal schauen. Habe ich das Gefühl, dass er jetzt doch irgendwie etwas schneller ist beim Bespritzen? Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Ja, ach, hier deine Mutter, ey.
Das ist nicht. Das ist. Komm, bis zum Checkpoint, bis zum ersten Checkpoint. Komm, komm, komm. Nein, ihr Flaschen. Okay, ich kann selber zwar jetzt auch nicht so viel, aber egal. Handicap, ich habe einen Pinsel, das zählt nicht. Ja, ja, komm, fühl dich cool. Scheiße, Mann. Ja, ich habe ihn mitgekillt, deswegen hat es nicht als direkter Kill gezählt, leider. Ja, Mann. Okay, wunderbar. Wir können ein bisschen mehr aushalten, aber nur für eine sehr, sehr kurze Zeit. Komm, auch nochmal bis zum ersten Checkpoint wenigstens. So. Ja, fühl dich cool mit deinem scheiß Roller, Alter. Was bist du, was glaubst du eigentlich, du bist, Alter? Ja, 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 ja. Okay, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Während der Zeit kann ich ja schon mal meine Ulti aufladen mit dem Jetpack. Manchmal habe ich das Aim raus, manchmal nicht, aber es könnte gut klappen, es könnte gut klappen. Ich werde trotzdem meine Ulti aufladen für die Zeit. Ob sich das jetzt ausgenutzt hat, keine Ahnung. So, ich werde es ja mal hier benutzen. Ja, wenn das automatisch mal hoch und runter geht, dann kann ich ja nichts dafür. Ach komm, fühl dich cool, Alter. Ich würde mal lieber aufpassen, ne, mit der Haftbombe. Ist hier irgendwo ein Gegner oder was? Hier. Läuft bei dir oder was? Überhaupt nicht. Wir sind noch im Vorteil, aber es kann sich immer noch alles ändern. Es ist leider immer so. Aber ich bin gar nicht mal so schlecht irgendwie, würde ich mal behaupten, ne? Ich bin gar nicht mal so schlecht. Ich habe mich jetzt schlechter erwartet, jetzt wegen Pinsel und so. Okay, da wird er wieder was in die Verteidigung hier reinstopfen hier. Scheiße, ich konnte nur einen Kill machen. War jetzt nicht besonders gut. Ja, wenn wir schon keinen K.O.-Sieg schaffen, dann wenigstens, dass wir die 37 halten können. Das wäre noch wenigstens noch das Ziel. Das wäre schon schön. Ah, Luna Blaster. Nee, Turbo Blaster. Und der nächste Down. Das darf echt nicht wahr sein. Wir haben knapp über eine Minute, kommt schon. Wir müssen es schaffen. Es muss jetzt nicht unbedingt ein K.O.-Sieg sein. Wie gesagt, das soll wenigstens die 37 halten. Und da wäre ich wenigstens froh, wenn wir das noch schaffen würden. Der ist ja Turbo Blaster, geht noch auf die Nüsse, ne? Aber ich habe mal erledigt, cool. Direkt das. Ein Critical Hit, ey. Aber hier war doch einer. Ja, und zum Glück hat er mich nicht mehr treffen können. Aber der Blaster. Okay, gut, der ist tot. Nee, hier ist noch einer. Oh, Alter. Geh ich gerade ab. Komm noch. Nein. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein dürfen. Komm, nur eine halbe Minute. Nur eine halbe Minute. Komm, 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 komm. Wie gesagt, es sieht gut aus. Nein, dieser Schwabber-Typ. Ja, da habe ich jetzt keine Chance. Da werde ich jetzt sowas von drauf gehen. Ja, nee, nichts gibt's. Nein, 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 nein. Nö, okay. Nein, geht wenigstens drauf auf diesen Scheiß. Oh nein. Okay. Boah, heilige Scheiße. Es war spannend. Es war übel spannend. Und wir haben es recht gut hinbekommen.
15 Kills, okay, es waren sogar etwas mehr Assists dabei, also yay, wir haben zwar leider einen Riss, aber vielleicht wird es dann irgendwann zu A-, wenn wir Glück haben. Also, Quasto und Kalligraph ganz gut, aber eher würde ich den Kalligraph empfehlen, ist etwas besser wegen der Reichweite, so alles rum und dran. Aber um mich kurz zu fassen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Folge hier in Splatoon 2 Online. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.